So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Runde Stationeers YouTube-Projekt. Ja, seltsamer Anfang, wir sind heute in unserer normalen Base gerade, zumindest starten wir da heute, denn ich habe eine, ja, Überlegung, die ich mit euch teilen möchte, beziehungsweise die ich mit euch angehen möchte. Und zwar hat das Gewächshaus ja primär die Funktion, aus Wasser dann Sauerstoff zu machen. Und ja, danach wollten wir die Sachen dann halt immer ernten. Beziehungsweise, das hatte ich mir so überlegt gehabt, das wäre eigentlich ganz cool. Was macht man mit den Sachen? Ja, einerseits kann man natürlich Essen davon machen. Sehe ich jetzt als nicht so primär an, weil ich esse auch gerne Pilze. Andererseits macht man daraus Kohle. Und da ist mir was ganz Interessantes bei aufgefallen. So. Wenn wir nämlich, da können wir gleich mal gucken, wenn wir nämlich mal schauen, Biomasse. So. Biomasse, bla, wenn man, ne, durch Recycler und Zentrifuge leitet, das passt im Übrigen nicht, bin ich zufällig drauf gestoßen, dass man das nur durch einen Recycler ballern muss. Ja, dann bekommt man nämlich was ganz Interessantes dabei raus, nämlich 8 Mol Wasserstoff und 4 Mol Schadstoffe. Das ist insofern interessant, weil wir aktuell noch keine Möglichkeit haben, an Wasserstoff ranzukommen, außer über Elektrolyse. Also wenn wir jetzt mal wirklich von nur von Wasser ausgehen, was wir als ja, Eingangsrohstoff nehmen. Kommen wir momentan eigentlich an alles ran. Ich meine, die DeepMiner, die machen ja das Erz. Und über Wasser bekommen wir natürlich unseren Sauerstoff im Greenhouse. Lachgas bekommen wir über, es gab da so eine Möglichkeit, Lachgas herzustellen über Sauerstoff und Stickstoff. Da im Nitrolyzer. Habe ich noch nicht benutzt, das Ding, aber es ist theoretisch möglich, das daraus zu machen aus Sauerstoff und Stickstoff. Sollten wir dann theoretisch auch haben. Und ja, die einzige Komponente, die uns aktuell so fehlt, ist halt tatsächlich Wasserstoff. Ich meine, klar, man könnte jetzt Wasserstoff natürlich aus Wasser herstellen. Dadurch hätte man einerseits Sauerstoff und Wasserstoff. Andererseits ist die Herstellung von Sauerstoff halt deutlich effizienter über Pflanzen. Und was eigentlich schon, naja, gut. Ja, obwohl, nee, eigentlich. Also es ist auf jeden Fall effizienter. Auch dadurch halt, dass es CO2 aufnimmt, dass O2 dann tatsächlich auch aus dem CO2 dann aufspaltet und das dann abgibt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich das Wasser und das Wasser muss ja auch irgendwo bleiben, beziehungsweise der Wasserstoff. Und den könnten wir tatsächlich aus der Biomasse wieder rausholen, was ich sehr cool finde. Wie viel das im Endeffekt ist und wie sinnvoll, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal so ein paar Überlegungen, die ich angestellt habe, wie wir an Wasserstoff kommen könnten. Und das wäre eine Möglichkeit. Das Ganze wirft jetzt allerdings auch so ein bisschen meinen Plan durcheinander, denn ursprünglich war es angedacht von mir, dass wir das über die Fahne machen. Und ja, wenn wir jetzt, das wäre halt primär dazu gewesen, um dann halt auch Sauerstoff herzustellen, weil da macht es fast keinen Unterschied, welches, nee, da macht es ja fast keinen Unterschied, welches Gemüse wir nehmen, beziehungsweise welche Pflanze wir von den Startsachen haben, welche wir dann anpflanzen. Aber dadurch, dass wir dann auch Kohle herstellen wollen aus der Biomasse, beziehungsweise dann den Wasserstoff dann auch rausholen, macht es Sinn, tatsächlich auf Pflanzen zu gehen, die auch viel Biomasse produzieren und das in möglichst schneller Zeit. Wir müssen uns das Ganze mal anschauen. Hier. So, ich habe einmal hier den Farn. Farn, Farn. Wo ist er da? Wir haben hier eine Produktion von 8,64, das ist bei allen ziemlich ähnlich oder gleich. Ich glaube, da gibt es eine Ausnahme von den Startsachen. Sehen wir auf jeden Fall gleich noch. Und das ist halt noch ganz interessant. Der Wasserverbrauch 0,043 Mol pro Stunde. Und natürlich hier die Wachstumsdauer, die
halt gebraucht wird bis zum vollständigen Auswachsen inklusive Samen. Ja, diese drei Sachen sind auf jeden Fall interessant für uns, wobei Sauerstoff zu vernachlässigen ist, weil die das alle machen, außer Pilze. Und es gab noch einen, der zwar auch genau die gleiche Menge Sauerstoff produziert, aber auch aus zusätzlich zum CO2 noch irgendwas anderes, ich glaube Stickstoff. Ja, deswegen schauen wir uns das mal kurz an. Bei Tomaten ist eigentlich für mich schon raus, weil die halt 4 Stunden brauchen zum Wachsen. Das macht das Ganze halt schon mal definitiv überflüssig. Die hatten 2 oder 3. Selbst wenn es 4 Tomaten wären, sind die halt einfach viel zu langsam für die Biomasse. Der Rest würde halt so passen, aber ist damit schon mal raus. Kürbis kenne ich von eigenen Versuch damals. Ist es ähnlich wie Tomaten? Ja, die brauchen auch 4 Stunden. Da kam auch irgendwie nur so 2 oder 3 raus. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch nichts, was es uns helfen würde. Jetzt wird es interessanter. Wir haben nämlich einmal Kartoffeln. Die brauchen 40 Minuten, also ähnlich wie der Farn. Hat auch einen Wasserverbrauch wie der Farn. Macht auch den Sauerstoff wie ein Farn. Also Nummer 1, was interessant wäre, Kartoffeln. Und nee, ist auch schnell wachsen, ist nicht mehrjährig. Wobei mehrjährig ist sowieso Wurst. Erzähle ich gleich nochmal was zu. Reis. Reis braucht 1 Stunde, hat den gleichen Sauerstoffverbrauch, hat aber auch einen höheren Wasserverbrauch, 0,086. Das heißt, das wird so eine Rechnung, wie sinnvoll wäre das? Also Wasserverbrauch zu, ne, Zeit und wie viel kommt dann tatsächlich dabei raus? So, Reis und Sojabohnen, da haben wir auch 1 Stunde. Die verbrauchen zusätzlich halt auch Stickstoff, 8,64 Mol pro Stunde. Wäre jetzt nicht so ein Problem, das mit einzubinden. Aber wir haben an sich den gleichen Wasserverbrauch und den gleichen Sauerstoff, der bei rauskommt. Ja, und da wäre halt die Frage, wie viel kriegen wir dann tatsächlich da raus, damit sich das lohnt. Was haben wir noch? Wir haben noch Weizen. Der hat einen deutlich erhöhten Wasserverbrauch von 0,432. Das ist fast das 10-fache. Wächst etwas länger. Und dann ist die Frage, wie viel kriegen wir da tatsächlich raus? Also da muss schon... Also wir haben den 10-fachen Wasserverbrauch. Also damit sich das irgendwie rechnet, müssten wir ziemlich viel organisches Material aus Weizen rauskriegen. Und dann haben wir noch Mais. Der braucht 2 Stunden, also doppelt so lange. Gleichen Wasserverbrauch, gleichen Sauerstoffverbrauch. Ja. Das heißt, um rauszufinden, was für uns das effizienteste von allen ist, müssen wir jetzt einfach mal alles anpflanzen und das werden wir jetzt einfach mal tun. So, glücklicherweise haben wir hier auch in der Atmosphäre haben wir auch Stickstoff drin. Das heißt, wir kriegen mit den Sojabohnen keine Probleme. So, dann haben wir das. Dann einmal Kartoffel. Dann einmal Reis. Wir haben 6 Plätze. Das sollte passen. Soja. Mais. Und dann haben wir schon... Okay, dann machen wir einfach den Kürbis auch nochmal zur Kontrolle. So. Ja, der Mais braucht halt bis zu 4 Stunden. Teilweise haben wir was mit bis zu 2 Stunden. Also ich denke, wir werden das Ganze dann entweder in dieser oder in der nächsten Folge dann auflösen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, stiefeln wir mal nach oben. Ich habe die Sachen schon soweit gepackt. Ich habe schon einiges vorproduziert. Und an der Stelle auf jeden Fall mal vielen lieben Dank für die Kommentare, die reingekommen sind. Und fürs Angucken natürlich. Ja, und die ersten, also für euch mal zur zeitlichen Einordnung, ne? Wir sind jetzt in dieser Folge tatsächlich nach den Sortieranlagen, also nach dem letzten Stream, den ich hatte mit den Sortieranlagen. Die Folge, die gestern auf YouTube kam, war tatsächlich noch vor dem Stream. Und ja, ich habe hier zwischenzeitlich mal ein paar Batterien aufgestellt, damit wir unser Stromproblem etwas in den Griff kriegen. So, ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Anschauen, für die Kommentare und da werden wir auch dementsprechend gleich direkt drauf kommen.
wenn es darum geht, hier weiter auszubauen. Aber jetzt müssen wir noch mal direkt in eine Sache reingehen, nämlich hier unsere Tanks. Ich habe ja beim letzten Mal die Tanks gestartet gehabt und habe das tatsächlich dann relativ zügig auch wieder gestoppt, weil mir eine Sache eingefallen ist. Wir haben da Polluten drin und Polluten ab einem gewissen Druck wird halt problematisch. Das CO2 ist über 10 Grad, keine Ahnung, oder minus 10 Grad, ich weiß nicht mehr, wo da die Grenze war. Dementsprechend ist das beim CO2 egal, aber nicht beim Polluten. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt erstmal gestoppt gehabt, weil ich hätte hier ein bisschen was hinbauen müssen. Und ja, ich habe gedacht, das machen wir jetzt einfach mal zusammen. So, das heißt, ich möchte... Haha, okay, ich habe... Na, vielleicht reichen die ja sogar. Ich weiß nicht, ob die Rohre reichen. Ich habe jede Menge vorgebaut, die sind allerdings nicht hier. Die sind noch an der Base. Ah, ob das reicht? Ich hoffe. Na, ich glaube, den hätte ich schon als Kurve machen müssen. So. Ich würde da nämlich jetzt gerne einfach hier so ein Ventil reinbasteln. Ich habe die schon vorgebaut. Da, Flüssigkeitsauslass. Was habe ich jetzt weggelegt? Die Rohre, okay. Das heißt, wir lassen das einfach dann flüssig werden, lassen es hier raus und fertig. Passiver. Das falsche? Nee, passiver Flüssigkeitsauslass. Der müsste das Richtige sein. Hoffe ich. Was ist der? Zier. Flüssigkeitsauslass. Ich hoffe, wir werden es sehen. Ich habe das Ganze nach hier unten gebaut, weil ich gedacht habe, wenn das Lachgas tatsächlich hier rumschwirrt, dann wird es wahrscheinlich auch direkt wieder eingesaugt. Deswegen machen wir da jetzt einfach mal eine Glasscheibe vor da hinten. Und dann sollte das erstmal kein Problem darstellen. Wenn es dann nach da unten fliegt. So, gut. Dann können die erstmal pumpen. Einziges Problem, was wir aktuell noch haben, ich kann das nicht in Ruhe pumpen lassen, wenn hier irgendwann der Druck erreicht wird. Also wir haben hier eventuell irgendwann ein Problem, dass der Tank zu voll wird. Stickstoff lasse ich jetzt erstmal drin, bis wir... Also vielleicht sind Sojabohnen ja tatsächlich noch eine Alternative. Das heißt, dann bräuchten wir auch eine Atmosphäre mit Stickstoff. O2 hatte ich letztes Mal schon gesagt, ist unkritisch. Können wir also einfach so belassen. Und ja, das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist noch ein bisschen Automatisierung für die Tanks da. Also das wird auf Dauer mit Sicherheit nicht so bleiben, wie ich das da alles hingestellt habe. Aber so haben wir wenigstens schon mal relativ zügig hier eine Atmosphäre, die auch schön warm ist oder zumindest wärmer. Wo habe ich denn jetzt den Logik? Da. Wie auch immer das passiert ist. So. Was brauche ich? Ich brauche Kabel. Ich brauche das da. Und ich brauche... Ja, ist eine gute Frage. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche auf jeden Fall eine Memory für den Druck. Ich brauche... Ich muss einen Tank auslesen. Und da muss ich das vergleichen mit der... Dieser hier. Oh, Sturm. Das ist wunderbar. Ach, ich freue mich über Sturm. Es ist... Also normalerweise im echten Leben würde man sich nicht über Sturm freuen, aber Sturm bedeutet immer volle Batterien. Bin ich ein Fan von. So, wir brauchen einen Logiklaser für den Tank. Dann brauchen wir einen Vergleich. Wie rum ist egal. Dann brauchen wir noch einen Undgatter. Ich glaube, das war... Logikgatter. Und ich brauche noch einen Memory. So.
Dann einen Drahtschneider. Den ganzen Wumms wieder verbinden. Kennst ja schon. Irgendwie vertüdeln den ganzen Kram. Da noch, da noch. Dann haben wir's. Okay. Irgendwie soll das schon passen. Das ist überall verbunden. Das läuft schon. So. Also, Logikleser aus. Irgendein Tank ist egal. Nee, ist nicht egal. Weil wir noch gar keinen Tank verbunden haben. Ohne funktioniert es natürlich nicht. Jetzt aber. Gib mich einen Tank. Da haben wir einen. Gastank isoliert. So, dann brauchen wir den Druck. Das sieht gut aus. Dann müssen wir hier... Ach, eigentlich kann ich das auch so machen. Erstmal setzen wir den auf 40.000. So, dann haben wir Logik-Speicherdruck. Wir haben Logik-Vergleichdruck. Und wir haben Logik-Cutter und den Druckleser. So, haben wir das. Also, wir vergleichen Logik-Leser-Druck mit Logik-Speicherdruck. Müssen wir mal langsam angewöhnen zu überlegen, was jetzt sinnvoller ist. Oder wie ich es anordne und wann was hier gilt. Ich glaube, das ist jetzt Logik-Leser-Druck. Also der Druck ist kleiner als der. Okay. Gut, mal verinnerlichen. So, was brauche ich noch? Habe ich. Das, was ich jetzt noch brauche, ist der Logikvergleich Temperatur. So, heißt, wir vergleichen erstmal, ach Mist, das war schon richtig, und Gatter. Also, Logik Vergleich Druck, Logik Vergleich Temperatur, machen es an und wir haben eine 0, das passt. Und jetzt müssen wir den Batch Writer noch umstellen auf das Logik Gatter. Machen wir erst aus, in ist Logik Gatter und passt. So, haben wir das, sehr schön. Dann können wir das hier in Ruhe fertig machen. Und, beziehungsweise, das kann in Ruhe schon mal voll werden. Die Pflanzen können wachsen und ja, dann können wir jetzt in Ruhe hier weiterbauen, während die ganzen Klamotten hier schon laufen. Ja, ich hatte ja die Frage gestellt, wie wir denn oben im Gewächshaus alles verkleiden, mit welchen Fenstern. Ich habe auch eine Antwort gekriegt, vielen lieben Dank dafür. Und wir werden dann die Kompositfenster nehmen, weil ja, ganz ehrlich, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Wenn ich das hier unten so sehe, muss ich das oben an der Wand nicht so haben. Sieht schon irgendwie ein bisschen seltsam aus bei den Fenstern mit den Rillen. Also so an den Wänden finde ich es auch ganz cool. Das hier in der Mitte stört mich nur ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. So, dass immer, weil... Ja, okay, normalerweise überlappt das hier unten. Aber das in der Mitte ist halt nicht so... Naja, gut.
Ja, aber ich finde es ganz cool, dass wir dann wirklich so, dass es halt sehr einheitlich und straight weiß dann einfach ist und fertig. Das können wir einfach mal auch schon hier hinbauen. Hier unten, wir müssen ja da sowieso noch eine Schleuse reinbasteln. So, heißt die Werkzeuge kommen weg. Wir brauchen da. Ich habe unfassbar viel vorgebaut. Also ich glaube, in Summe sind es 200 Kompositfenster, die ich vorgebaut habe. Ja. Es ist viel. So. Da, nee, da kommt die Tür hin. Wir müssen da eine hinbauen. Aber nach außen, so hätte ich es gerne. Dann da eins hin. Das passt. Ich glaube, das Ding werde ich dann nochmal wegreißen da und dann auch so hinbauen, sonst kriegt mein Monk echt Probleme hier. Brechstange. Winkelschleifer. Können wir die da wieder hinbauen. So, alles einsammeln. Ja, was brauche ich jetzt für die Komposit? Brauche ich die Kunststoffplatten? Da hinten waren sie, ne? Die Kunststoffplatten und natürlich Glas. Ganz cool, wenn ich das da jetzt. Achso, ich muss halt das Richtige auswählen, ne? Dann geht's auch. Ah doch, das sieht schon ganz schick aus, so in Weiß. Es extra jetzt so rumgemacht, weil wir selten, glaube ich. Aber wenn, dann gehen wir hier durch. So sieht es ganz nett aus. So, ich hoffe, dass es nur auch so alles dicht ist, wie ich das so baue. Aber das werden wir dann sehen. Glas da reingefrickelt. Und das mag ich ja wirklich an den Fenstern, ne? Dieses Wabenmuster sieht schon deutlich schöner aus als diese komischen Streifen, die wir da haben. So, dann brauchen wir noch Luftschleuse, ne? Bausatztür. Dann nehmen wir wieder die Kompositglastüren. Die zu. So, das hätte ich gerne hier drin. Und so auch. Müssen wir dafür nur noch eine Steuerung bauen. Aber ich denke, das geht. Was brauchtet ihr denn jetzt eigentlich? So. Schrauben? Nee, Schweißbrenner und Kunststoffplatten. Okay. Da wollte ich dran. So, Brechstange und Glasscheiben. Machen. Ah, jetzt habe ich keinen. Sound. Okay, ich habe wohl noch irgendeine Mitarbeiter hier. Warum ist hier eigentlich Licht? Okay. Okay. Ich glaube, sie hat aufgehört. Die Brechstange hat einfach Geräusche gemacht. Kennt man, ne? Musste jetzt gerade irgendwie an die Schön und das Biest denken, wo auch die ganzen Gegenstände rumlaufen und reden und so. So, Manometer. Achso, ja, ich brauche noch eine Glasplatte. Okay, Brechstange. Hier. Monsieur Brechstange hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Leck mich, ey. So, haben wir's.
Dann können wir den auch auseinandernehmen und die Tür einfach zumachen. Dann könnten jetzt ja auch eigentlich schon Strom mit dran machen. Dann geht das wenigstens schon mal automatisch auf und zu. Ich habe jetzt allerdings nichts für die Türen zum Automatisieren dabei. Das würde ich einfach, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Da hat er jetzt auch nicht so die Eile. Geht ja wirklich gerade eher nur darum, dass wir hier die Sachen da nicht, das Lachgas hier nicht wieder reinholen. So, das war klug. Nicht. So, dann da dran getüdelt. Und da dran. Und dann gehen wir einfach hier durch. Mist. Wir gehen einfach da durch. Sieht aber auch schräg aus, dann machen wir es anders. Quatsch, da muss ja auch noch eine hin. Okay. Ja, dann basteln wir da noch mal eine Luftschleuse die Tage dann rein. So. Achso, ja, noch mal ein ganz wichtiger Aspekt mit der Biomasse, wenn wir daraus Kohle machen. Momentan haben wir massives Problem mit Strom tatsächlich und das wäre auf Dauer eine sehr interessante Stromquelle, die wir uns anzapfen könnten. So, die können wir zumachen, die können wir auflassen. So, sieht doch erstmal ganz schick aus, so mit der Schleuse. Die würde ich oben auf die andere Seite setzen, weil ich glaube, das wird sonst ein bisschen eng da mit der Treppe. Das machen wir dann nach da. Gut, das heißt, das läuft jetzt. Was sagt unsere Automatisierung? Wann laufen die Tanks wieder? 14,3, was hat man da eingestellt? 91. Grad, ne? Okay, dann sollten die wohl gleich laufen. Okay. Gut, wie geht's weiter? Ich würde sagen, ich fange mal an hier mit den Fenstern tatsächlich. Ich nehme euch noch mal eben kurz mit, so die ersten 1, 2, 3. So, so war das geplant. Wir machen auf jeden Fall wieder zweistöckig. Ich mag das lieber, sonst fällt einem so die dicke Decke auf den Kopf. Ja, und dann wird das Ganze, werden wir dann natürlich auch. So. Dann weiterführen. Da war was. Ah, da habe ich ja eine Glasscheibe rausgenommen, damit wir hier ein bisschen mehr Durchzug haben. So, als erstes kommen dann die Plastiksheets da rein. Ja, auch nochmal vielen lieben Dank fürs Feedback zu den Cuts auch, wobei das kam, glaube ich, eher so Richtung Discord. Aber trotzdem vielen lieben Dank dafür nochmal. Ja, und so wird es auch demnächst weiterlaufen, ne? Gerade wenn es viele Sachen gibt, die sehr viel ja, gleiches Arbeiten sind, sehe ich das halt nicht, dass wir das hier durchgehend aufnehmen. Dass meine und eure Zeit viel zu kostbar ist, als dass wir das machen sollten. Und ich kann mir das immer schön einteilen, wenn ich da mal zwischendurch irgendwas anderes machen muss oder nochmal zwischendurch ein paar Videos schneiden und so, dann das. Ich habe dann einfach dazwischen immer ganz nett Zeit und das passt mir eigentlich ganz gut. Und ihr müsst nicht den ganzen unsinnigen Quatsch hier sehen, den ich durchgehend hier einfach nur am Bauen bin. So, ja, so wird es aussehen. Und das Ganze machen wir jetzt einfach einmal komplett drumherum. Ich sehe gerade nicht so ganz den Grund, warum ich da hinten noch einen Ausgang hinsetzen sollte.
Schwierig. Ich glaube nicht, vor allen Dingen, weil die Technik ja alles sowieso nach unten kommt. Also die Treppe ist nach wie vor, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte, dass wir die hier hinsetzen. Aber ich glaube, einen Ausgang werde ich hier nicht brauchen. Keine Ahnung. Also wenn, dann können wir den immer noch nachbauen. Ja, und die Tür, denke ich mal, setze ich einfach nach dahin. Hier ist, glaube ich, ganz nett, wenn man hier reinkommt, hier durchläuft und dann wirklich, wenn man nach unten will, eben hier oben läuft. Glaube ich nicht so das Problem. Nee. Ich glaube, wenn wir es hier hinsetzen, dann. Nee, das ist. Nee. Das passt ja vor allen Dingen nicht mal. Dann müsste ich die. Nee. Ich kann die Treppe nicht mal verschieben. Ich brauche ja mindestens eine Fläche zum draufstehen. Übrigens, wie geil, dass das einfach passt, ne? Das war ja wirklich einfach nur aus der Luft gegriffen, hier mit 6 Feldern. Dass das haargenau so passt, dass die Treppe hier hinpasst. Das war reiner Zufall, ich schwöre. Ich habe das nicht gewusst, dass die Dinger so. Ja, was heißt, ja, dass die so flach sind, würde ich jetzt nicht mal sagen. Also, sieht eigentlich schon wohl wie eine normale Treppe aus. Ja, vom Gefühl her hätte ich gesagt, sie sind steiler, aber eigentlich ist das schon wohl so richtig. Naja, gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich tüdel das hier fertig und wir sehen uns gleich, wenn ich fertig bin. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin fertig. Ich drehe mal ganz langsam um und tada! Ein riesen Glaskasten. Ist das nicht wunderschön geworden? Ich finde es mega cool, sieht stark aus. Ich bin auch sehr gespannt, wie es aussieht, wenn man mal so Licht eingebaut hat. Auch nachts, das sieht wirklich unfassbar cool aus. Ja, mit dem Schattenwurf wird noch interessant. Ich weiß nämlich nicht genau, wie die Pflanzen da so drauf reagieren werden. Und auch Schattenwurf nach unten sieht ein bisschen strange aus wegen den Eisenframes. Das wird sich bestimmt noch bessern, wenn wir da unten einfach mal einen Boden reinziehen. Diese, ja, Verblendungsplatten da, wie ich es auch immer, keine Ahnung, wie sie genau heißen. Gut, ja, ihr Lieben, ganz cool geworden, aber ich habe ein Problem. Ist mir mal gerade so aufgefallen. Wir haben es hier mittlerweile Mittag und ja, die Glasplatten halten hier mittlerweile ganz ordentlich die Temperatur drin. Da habe ich nicht so ganz mitgerechnet. Ist ein bisschen blöd, weil ja, ich warte, ich schau mal. Ach, ja, wow. Ja, ich habe hier natürlich noch ein bisschen offen und ich habe hier auch noch offen gelassen extra. Wenn man jetzt mal schaut, wir haben hier 19,8 Grad draußen. Und drin sind es einfach mal nur 3,4. Ja, ist nicht so cool, weil das natürlich meine Betankung da unten ein wenig zerschießt, um genau zu sein. Das heißt, das müssen wir gleich nochmal umbauen. Noch eine andere Klamotte, die ich auch noch umbauen wollte, war das hier. Ich habe jetzt, also ihr hattet noch keine Möglichkeit, mir da eine Antwort drauf zu geben, was ihr schicker findet. Aber ich finde, diese Holzoptik passt hier einfach nicht rein. Deswegen kommt sie jetzt weg. Ich meine, an sich sieht es ganz cool aus, aber es passt hier einfach nicht rein. Finde ich so. Deswegen machen wir das jetzt weg. So. Muss ja auch mal die wichtigen Sachen angehen, ne? So, das und ich hatte auch, glaube ich, noch neue gebaut. Ja, da. So. Dann tüdeln wir das mal da jetzt in richtig hin. Hä? Jetzt so richtig rum? Ohne? Nee. Da passt das nicht. Denn doch hier auf diesen Frame gebaut. Okay, keine Ahnung. Dann baue ich den halt ab. Was soll da außen? Das sieht aber jetzt irgendwie komisch aus.
So rum. So rum ist richtig rum. So ist richtig. Ah, viel schicker geworden. Gut, da hinten haben wir es auch noch. Ist denn hier richtig gebaut? Ja. Interessant. So, schick ist geworden. Also ich finde, es sieht sehr gut aus. Ja, Gas. Was machen wir? Schwierig. Also ich müsste... Ich müsste tatsächlich eigentlich hingehen und entweder mache ich es. Nee, dicht machen kann ich es nicht. Ich müsste die Gaszufuhr tatsächlich von außen jetzt irgendwie zusammenbauen. Was ich auch nicht so genau weiß, das könnte man mal direkt testen. Wir haben es jetzt wie viel Grad draußen? 16,6. Okay. Interessant fände ich nämlich. Wie sieht's denn aus? Ach Mann, komm, jetzt lass mich hier durch. Wie sieht's denn da unten aus im Loch? Ich weiß nämlich nicht, wie sich das so verhält. Ja, tatsächlich ist hier die gleiche Temperatur. Interessant. Das heißt, irgendwie ist das Gestein ja anscheinend durchlässig. Dass der Temperaturunterschied so hoch ist schon. Also dafür, dass das ja, ist einfach gar nicht mitgerechnet. Ich habe noch 5. Ich tippe da hin. Ah, wird schwierig. Ich glaube, wir holen noch mal eben neue. Und dann können wir auch mal eben kurz nach unseren Pflänzchen gucken. Und vor allen Dingen das, was ich eigentlich vorhatte. Das hatte ich nämlich jetzt gerade einfach nur per Zufall gesehen mit der Temperatur. Ich brauche mal eine Höheneinheit, bis wohin wir buddeln. Weil das würde ich auch noch gerne heute noch starten, dass wir den Schacht anfangen. Wie tief ich denn überhaupt starten muss? So, wir nehmen ein paar mit hier. Dann würde ich nämlich gerne eigentlich schon mal mit dem Schacht starten. So, wo testen wir das jetzt am besten, wie es tief geht? Hier hatten wir doch... Irgendwo hatten wir hier doch das Loch. Wo ist es hin? Hier. Okay. So, bedeutet, ich brauche hier... das Moped... Schraubenschlüssel. Okay. So. Ja, und eine ganz coole Geschichte. Wow, jetzt habe ich das nicht mal dabei. Okay. Wir fliegen nochmal zurück. Eine ganz coole Geschichte aus dem Stream vorletztes Mal, vorvorletztes Mal, war die Geschichte mit dem GPS-Modul. Fand ich sehr cool, weil dadurch haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, jo, auf welcher Höhe sind wir denn eigentlich? Und das werden wir dann jetzt einfach mal nutzen, um zu schauen, auf welcher Höheneinheit müssen wir denn Richtung Base buddeln. So, heißt, ich brauche das. Die kann ich mal hier lassen. Obwohl, ne, die brauche ich ja gleich wieder. Ich muss das ja wieder zumachen. Da bitte rein. Du... kommst jetzt den Chip hier in der Hand. So, und dann schalten wir mal weiter. Da können wir nämlich sehen, auf welcher Höhenlage wir uns gerade befinden. Hoffe ich. Hoffe ich. Scheiße. Ja doch, die Y-Achse. Okay. Gut, sehr cool. Weil damit können wir nämlich dann auch sehen, auf welcher Höhe müssen wir dann tatsächlich anfangen, dann auch horizontal zu buddeln. Und da das Ganze ja auch ein bisschen Zeit frisst, gedacht, fangen wir damit jetzt einfach mal an, schon mal.
und gucken mal, wie weit wir denn überhaupt müssen. So. Das ist ein Frame drunter. Finde ich ein bisschen zu wenig. Zwei Frames. Das müssten drei Frames sein hier. Eins, ein Frame, zwei Frame, drei Frame. So, und hier müssten ungefähr vier sein. Minus 8. 7. Das ist minus 6. Halt. Okay. Wir fangen so an. Wir sind hier auf... Ah, hier wäre 0. Okay. 2 Frames. Hier fängt der dritte an. Hier ist ungefähr der vierte. Also auf minus 11. 10 bis 11 Frames müssen wir runterbringen. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir den Punkt dann halt in unserem Schacht da hinten finden. Und von da aus lassen wir dann die horizontalen Mopeds. Ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heißen. Lassen wir dann einfach in die Richtung dann buddeln. Also das passt natürlich nicht, ne? Die Kolonie oder die Base ist irgendwo da. Und wir müssen erstmal geradeaus. Also wir machen keine direkte Verbindung. Das wird schwierig. Und das ist mir zu viel Arbeit, da irgendwie diagonal hinzugehen. Das ist Quark. Machen wir nicht. Automatischer Bergbau horizontal. Was braucht man dafür? Automatischer Bergbau. Bergbau horizontal, der brauchte elektronische Teile, Eisenbleche, Stahlbleche. Elektronische Teile. Stahlbleche sind da. Eisenbleche. Sag mal nicht, ich habe keine Eisenbleche. Die da sein. Da. Und elektronische Teile. Was brauche ich noch? Ich brauche die Stromunterverteilung. Da. Ich glaube, das war's. Gut, dann ab in den Schacht und dann schauen wir mal. Hui. Kleine Challenge. Rechtzeitig das Jetpack aktivieren. So. Minus 10. Stopp. Jetzt muss ich mal wissen, in welche Richtung muss ich denn gucken. Okay, wir müssen in die Richtung. Hier beim Wasserstoff. So, machen wir eins breit. Oder machen wir direkt zwei breit? Ich glaube, zwei breit ist, glaube ich, sinniger. Kurz geguckt. Jetzt fährt auf dem Ding los. Oder? Verwirrt. Ich stand doch dahinter. Nee, das ist der. Nee, das ist die Anzeige, wo dort die Ressourcen rauskommen. So ist richtig. Der fährt auf dem oberen los. So. Wir machen mal zwei. Bevor wir, naja, ärgern, dass das nichts war. Mit einem Frame machen wir es so. So. Dann. Ach, ich brauche irgendwas. Batteriestand niedrig. Brauche irgendwas mit. Irgendeine Plattform brauche ich. Damit wir da die ganzen Sachen drauf bauen können. Dips vergessen. So. So, dann knallen wir das jetzt hin. Nein, kein Fenster. Das da. So. Also, was brauchte der Kollege als erstes?
Stimmt die Stahlwäsche. Elektronische Teile. So, dann Eisenbleche. Und dann die Stahlbleche. So, haben wir das. Dann das wieder weg. Wir brauchen das und das. Unterverteilung da dran und dann können die erstmal los. Batterie dabei, ja. So, Batterie reingefrickelt an. Auf los geht's los. So, die fahren 120 Felder. Wir können mal eben checken, wie weit die fahren müssen oder ob wir die nochmal umsetzen müssen. Das kann ich nämlich gerade nicht so genau sagen. Und wenn wir da unten in einem Schacht sind, können wir das auch nicht sagen. Geiler wäre jetzt tatsächlich eher so Sonne. Das ist die Z-Achse. Okay, müssen wir mal schauen. Z muss auf wie viel stehen? Wo wollen wir überhaupt ankommen? Also, meine Idee wäre tatsächlich irgendwo hier anzukommen, halt für den Sauerstoff. Müssen wir, wir müssen wahrscheinlich Tuts dahin kriegen, wir müssen Sauerstoff dahin kriegen, wir müssen Strom dahin kriegen. Also vielleicht doch eher so hier. Irgendwie, keine Ahnung. Und den Rest legen wir halt unterirdisch hier lang. So, keine Ahnung. So, 17 ist definitiv die richtige. Ja, 17. Und dann bis hierhin irgendwo ist minus. Ist minus 1. Ja. Ah, minus 3. 17 minus 3. Okay. Dann schauen wir mal, was die Oger geschafft haben. Obwohl, die werden bestimmt noch ein bisschen brauchen. Könnten wir uns ja mal kurz überlegen, ob wir die Dingens dahin ballern. Die. Ja, das können wir in der Zeit mal machen. Wir knallen da jetzt die Lüftung hin. So, der kann da hängen bleiben von mir aus. Ist jetzt halt nicht so geil mit dem. Naja, das ist überhaupt nicht so geil. Das hier wieder rausfliegt, ziehen wir es ja direkt wieder rein. Wir packen es halt ein bisschen weiter weg. Nicht geil, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Alter. Jetzt doch mehr verbraucht, als ich erwartet habe. So, dann können wir uns schon mal die Dingens abbauen. Wir müssen auch noch Strom gleich hinlegen. Da. Handbohrer. Nicht gedrückt halten, das ist hier schlecht. Muss mir auch öfter mal angewöhnen, dass ich die zweite Hand bei sowas dann frei habe. Den Lichtsensor muss ich ja auch umbauen. Den Lichtsensor, den
Dingensensor. Den Gassensor, meine Güte. Ist nicht optimal, aber ich weiß sowieso nicht, ob wir so viele brauchen später. Aber eigentlich ganz cool zu wissen, dass das hier so schon mal funktioniert. Müssten wir den hier vielleicht noch irgendwo anders hinpacken. Aber gut, das können wir dann sehen. Ach, da fehlt noch einer. So, Strom. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt oben sehen kann. Oder ob die da so in der Ecke hängen, dass man es nicht sieht. Oh, geht das? Ja, das geht, aber das da geht nicht. Ja, man sieht es aber oben. Dann da rein. Nein. So. Es wird schon wieder ein Kuddelmuddel hier. So. Läuft der dann wieder? Gut, dann müssen wir auf jeden Fall noch den Dingens umstellen hier, den Sensor. Hm, dann können wir auch hier zwischenballern. So, Logic Reader, den müssen wir jetzt natürlich wieder umstellen. Schraubenzieher. Den Gassensor. Tank. Blöd, irgendwie sehe ich den nicht. Nee, wo ist er? Ja, dran? Tatsache. Überlegen, ob wir die Kabel hier später mal grau machen. Obwohl, wenn hier drüber kommt, ist das eigentlich dann auch egal. So. Der Reader. Komm, jetzt gib mir hier meinen Sensor, Gassensor. Das sollte. Ja, Temperatur. Na, da bewegt sich was. Schauen wir mal kurz in das mit dem Tablet. So nicht. Scheiße! Ja, ja. Was ist da los? Ah, ich puste hier raus, deswegen. Au, wow, wow. Ja, am Arsch, ey. Könnt nicht mal. Mistdinger. So ein Kack. Oh, jetzt habe ich den ganzen Tanks hier entleert. Und dann kannst du da nicht mal gegen anfliegen, weil die Dinger zu viel Druck dagegen hauen. Oh, jetzt muss ich natürlich auch schnell mal.
So. Das war nicht so geil. Der sollte doch eigentlich nur bei 20 Grad. Warum laufen die überhaupt? So, in dem Moment, wo die saugen, ist das Thema gegessen, oder wie? Okay, dann ist der hier vielleicht an der falschen Stelle. Abfalltank, kritisch. Ja, ist okay. Müssen wir mal gleich wieder nach Hause fliegen. Mann, 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 ey. Hm. Wir buddeln uns mal ein bisschen nach da. Ist ja sogar eine Öffnung nach oben. Das ist natürlich nicht so schön, aber gut, da müssen wir sowieso irgendwie noch Platten oder was dran machen. Sauerstoffstand niedrig. Ja. Was? Sauerstoffstand kritisch. Warum? Oh. Das haben wir mal eben schnell unkompliziert gelöst. Ich glaube, sonst hätten wir es nicht bis nach da hinten wieder geschafft. So. Also, die können hier ziehen. Dann machen wir hier auch nochmal. Ach, hier ist sogar eine Öffnung. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie noch sonst Gitter drumherum machen, die luftdurchlässig sind oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Sensor da ziemlich Mist und das Ding können wir, glaube ich, auch besser mal umstellen. Richtig wieder runter. Schrauben. Schlüssel? Schlüssel. So. Dann setzen wir das jetzt hier hin. Passiver Flüssigkeit. Das Ding war das doch. Achso, ich brauche dafür ein Rohr. Das ist das. Ja, ich hoffe mal, dass das passt. So. Was wollten wir hier noch hinsetzen? Wir wollten hier noch den Dingens hinbasteln, den Sensor. Sensor. Ich hoffe, dass die Anschlüsse da irgendwo hinkommen können. Gucken wir mal jetzt rein. Kleine Komplikation hier heute. So, wo kommt jetzt das Kabel an? Das ist schon mal schlecht, da zwischen der Dingens ankommt. Das Rohr. Und ich habe keine Rohre mehr. Doch, habe ich wohl. In der Hand. Da ist das Kabel. Okay. Nochmal umstellen. Gerade hätte ich gerne. Ey, jetzt ist uns die ganze Tankfüllung flöten gegangen. So, und den Sensor setzen wir jetzt nach da. Ich glaube, sonst wird es schwierig, da durchzukommen. Was sei denn, dass das Ding hier noch an ist, der... So, dann müssen wir wieder abdrehen.
Schraubenschlüssel. Das wieder weg. Das. Jetzt habe ich das überhaupt noch in der Hand. Massiver Flüssigkeitsauslass. Dann müssen wir den noch umsetzen. Oh Mann. So. Drahtschere. Jetzt setzen wir jetzt den Sensor. So, jetzt haben wir es. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ah, läuft irgendwas hier noch nicht. Da muss man wieder den Sensor einstellen. Sensor, Temperatur, Start. Gut, hoffen wir mal, dass das jetzt läuft. Gut, wo waren wir? Wir waren bei den Ogern. Ich glaube, die sind auch wieder da. Oder? Ja. So, heißt, wir müssen uns da einmal durchbuddeln. Wir. Stimmt. Wart ihr fleißig? Bestimmt. So. Was hatten wir jetzt gesagt? Ja, wow, die sind ja weit gekommen, nicht? Ist ja der Hammer. Okay, ich glaube, das wird tatsächlich... Ja, wow, ey, dann kommen die nach 5 Meter auf so ein Loch. Gut, das heißt, wir werden jetzt beim nächsten Mal... Ja, auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wir haben es nämlich schon viel zu spät wieder. Wir werden beim nächsten Mal dann tatsächlich da mal auffüllen und das Loch dann weiter buddeln lassen. Haben wir dann wenigstens schöne Sachen gefunden? Ja, so ein paar. Oh, hier gibt es auch noch so ein paar andere Sachen. Hallo. Liegt noch mehr schon von mir rum? Nö. Gut. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Auch gerne mal kommentieren und mir erzählen, was ihr denn wohl jetzt von dem neuen schicken Gewächshaus hier haltet. Ist groß geworden, aber es... Ah, guck mal, wie cool das auch nachts aussieht, ne? Ich weiß noch nicht so, wie ich das machen will mit dem Licht. Einfach so immer per Annäherung, dass sich das einfach immer so durchschaltet. Wäre auch cool. Naja, gut. Gerne mal kommentieren, was ihr von dem neuen Kasten hier haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns tatsächlich in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi!